Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen und meinen Bildschirm auch schon sehen. Dort müssten Sie sehen, die Webseite zu dem Programm, um das es heute geht, Sharpen Projects 3 Professional. Die neue Version ist da, seit ein paar Tagen schon online. Vorher ein bisschen was Organisatorisches, bevor wir hier richtig einsteigen ins Programm. Sie müssten in dem Bedienpanel von der Webinar-Software einen Bereich Fragen sehen können. Und wenn Sie mögen, schreiben Sie da mal in diesen Eingabeschlitz kurz rein, woher Sie kommen. Dann sehen wir zum einen, dass das alles funktioniert und zum anderen natürlich, woher Sie sind. Und da kommen schon die ersten aus dem Taunus, aus Mannheim, aus Wien, aus Darmstadt, aus der Schweiz haben wir jemanden dabei. Es ist wieder bunt gestreut heute. Es ist auch schon ordentlich voll und wir haben natürlich auch ein bisschen Programm heute. Das Programm ist nicht ganz so starr. Also wenn Sie zwischendurch eine Frage haben, zögern Sie nicht, die genau dort reinzuschreiben, wo Sie gerade reingeschrieben haben, woher Sie sind, beziehungsweise wo Sie von wo aus Sie gerade zuschauen und zuhören. Wie gesagt, zögern Sie nicht. Es kann manchmal sein, dass das ein bisschen dauert oder auch, dass wir nicht alle Fragen schaffen, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn 200 Leute oder mehr dort Fragen eingeben, dann kann das natürlich schon mal ganz schön viel werden, aber wir versuchen das so gut wie möglich hinzubekommen. Heute geht es um die Premiere von Sharpen Projects 3. Ich habe ganz bewusst am Anfang mal die Webseite aufgemacht, einfach weil ich Ihnen einfach mal zeigen möchte, wie sieht das Produkt aus, wie sieht das Cover aus und vielleicht auch nochmal darauf hinweisen möchte, dass hier auf der Webseite natürlich all die neuen Funktionen, die im Vergleich zur Sharpen Projects Version vorher, das war die Version Sharpen Projects 2018, alles was Neues, das steht hier natürlich drin, ist mit Bildern erklärt, mit entsprechenden Symbolen, textuell, mit Vergleichsbildern, die man sich ansehen kann. Und ganz unten auf der Seite finden Sie immer eine Vergleichstabelle der aktuellen Version, Sharpen Projects 3 Professional, mit der Version 2018, mit der Vorgängerversion. Und da sehen Sie dann hier so mit Minuszeichen die Dinge, die in der Vorgängerversion nicht enthalten waren. Das sind natürlich nicht alle Sachen, das sind die wichtigen, die hier draufstehen, weil solche Sachen wie, man kann jetzt vielleicht hier oder da einen Knopf mehr drücken für Kleinigkeiten, das schreibt man natürlich nicht auf die Webseite. Hier geht es um die wesentlichen Funktionen. Aber wenn Sie sich das einmal kurz anschauen, dann haben Sie schon 80% von dem gesehen, was Neues, und haben schon mal eine gute Idee davon. Das Programm selbst, für die, die es schon kennen, ist natürlich von der Machart sehr ähnlich aufgebaut. Ich wechsle mal kurz zum Programm rüber. Das ist die Startoberfläche von Sharpen Projects 3 Professional, so wie Sie es kennen. Für diejenigen, die Sharpen Projects oder Projects generell noch nicht kennen, werde ich auch versuchen, immer mal so ein bisschen ja, hier und da Randbemerkungen zu machen, damit man das Programm auch verstehen kann, wenn man es vorher noch nicht bedient hat. Wir haben jemanden dabei, der hat kein Bild, sehe ich gerade, keine Bildübertragung. Wenn das weiterhin nicht klappen sollte, bitte einmal aus dem Webinar ausloggen und neu einloggen. Das ist eigentlich immer eine gute Hilfe. Das kann sein, dass es dazu einfach Verbindungsproblem kam bei der Videoübertragung. Einfach einmal ausloggen, wieder neu einloggen. In den allermeisten Fällen geht es dann schon. Sharpen Projects 3 Professional bietet viele neue Funktionen, die zum Teil unter der Haube passieren. Ich habe hier mal so ein kleines PDF mitgebracht. Das ist mein internes Entwicklungs-PDF, was ich immer gerne mal mitbringe. Das ist ein internes Dokument, aber es ist nicht so geheim, dass man es nicht sehen dürfte. Und hier stehen jetzt halt eben genau alle wirklich neuen Technologien drin. Das sind die, die hier in Rot eingeschrieben sind. Da gibt es sowas wie intelligente Maskierungsfunktion. Meine Güte, haben schon gleich einen Knoten in der Zunge, wir haben kaum angefangen. Es gibt einen Oversampling-Modus, es gibt einen neuen Qualitätsmodus Pro Infinity, es gibt einen Konturenmodus für die Unschärfereduzierung. Das werden wir uns alles ansehen. Im selektiven Zeichnen gibt es das Farbfiltermodul. Und so weiter und so fort. Erweiterungen im selektiven Zeichnen, neue Presets, wählbare Schriftarten, Kratzer und Sensor, Vollfehlerkorrektur mit Qualitätsmodi, Erweiterungen im RAW-Modul. Man sieht, die Liste ist relativ lang. Und darunter kommen dann noch so in grauer Schrift die kleinen Veränderungen, die kleinen Verbesserungen.
Also es ist eine ganze Menge dazugekommen. Wir wollen das hier nicht wirklich im Einzelnen alles vorlesen, weil davon haben Sie nichts. Ich habe mir jetzt mal als erstes Bild direkt das genommen, was hier auf der Webseite drauf ist, nämlich dieser nette Hund, der baden geht. Das würde ich jetzt gerne als allererstes einfach mal machen, um das Programm einfach mal im Groben zu erklären, wie es funktioniert, auch für die, die die Vorgängerversion vielleicht noch nicht kannten oder kennen. Ich nehme das Bild einfach per Drag and Drop, ziehe das auf das Programm, lasse es fallen, das Bild wird eingeladen und ich erhalte in der ersten Ansicht genau das Originalbild, das, was ich eingeladen habe. Auf der linken Seite sehen Sie Presets. Presets bedeutet in Sharpen, es sind qualitätsvorbereitende Presets. Hier sind einige dazugekommen. Es waren in der letzten Version waren es 16, es sind jetzt 26, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich mich mal um ein oder zwei Anzahlen vertue, möge man mir das hoffentlich verzeihen. Ich habe tatsächlich nicht mehr alle Zahlen aller Produkte inzwischen im Kopf, weil es sind viele Produkte und es sind viele Presets und viele Effekte. Und ja, ganz genau hat man es nicht in meinem Kopf. Sobald ich den Namen von einem Effekt sehe, weiß ich allerdings sofort genau, was er macht. Aber das ist ein anderes Thema. Also die Presets auf der linken Seite können zum Beispiel RAW-Bilder schon mal voroptimieren. Und RAW-Bilder optimieren bedeutet, die Bilder werden so aufbereitet, dass sie optimal sind für eine Bildschärfung. Das heißt nicht, dass sie automatisch optimal aussehen. Wenn ich hier jetzt auf RAW optimieren draufklicke, dann wird das Bild ein bisschen brillanter. Es ist aber im Hintergrund auch ein bisschen Rauschen reduziert worden und Farbrauschen entfernt worden und so weiter. Wenn Sie Makroaufnahmen haben, müssen Sie anders mit Details umgehen. High-ISO-Aufnahmen haben im Normalfall mehr Bildrauschen drin, weil sie eben bei höherer ISO-Zahl aufgenommen wurden. Also diese Presets sind als Vorbereitung zu verstehen. Per Default ist natürlich das Originalbild aktiv. Das heißt, wir sehen genau das, was wir eingeladen haben. In einer verkleinerten Ansicht per Doppelklick kommen wir auf die Originalauflösung. Die Toolbar hier oben lasse ich jetzt erstmal weg. Da kann man allerlei einstellen. Viele von Ihnen kennen das schon. Hier kann man zum Beispiel Spiegelung machen oder das Bild drehen, Grenzpixel anzeigen. Das ist für den Ausdruck. Da geht es heute eher nicht so drum. Man kann hier Belichtungsreihen generieren, zum Beispiel aus einem Bild. Man kann Vergleichsansichten hinzuschalten. All diese Dinge für die, die das Programm noch nicht kennen. Und dann geht es auf die rechte Seite und da kommt dann der interessante Teil. Da haben wir das, was wir schon kennen, aus Sharpen Projects 2, in Klammern aus Sharpen Projects 2018, nämlich den Bereich der Bildschärfe. Da gibt es einen sehr dominanten Knopf. Das ist dieser Button automatisch einstellen mit dem Play-Symbol drauf. Dieser Button macht genau das Gleiche wie in der letzten Version. Er macht eine automatische Bildschärfung. Nur das, was im Ergebnis rauskommt, ist jetzt das, was neu ist. Ich drücke einfach mal drauf, damit alle sehen, wie das funktioniert. Ich bekomme ein geschärftes Bild. Und da ich mich in der Kategorie hier oben alle Voreinstellungen, also allgemein befinde, wird die Schärfe optimiert, aber auch die Bildbrillanz und die Farbe. Wenn ich die zweite Kategorie auswähle, Verwackelung und Unschärfe Voreinstellungen, und dann die Automatik benutze, dann wird nur die Unschärfe korrigiert. Wir gehen da mal ein bisschen näher ran, stellen das nochmal zurück und aktivieren das nochmal. Also je nachdem, in welcher Kategorie ich mich befinde, wirkt die Automatik auf eben genau diese Kategorie. Ich kann auch die dritte Kategorie benutzen, Dunst- und Nebelkorrektur, und dann entsprechend Dunst per Automatik entfernen lassen. Jetzt ist nicht geschärft worden. Wir haben jetzt nur Dunst und Nebel entfernt. Was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte, ist, dass wenn ich dieses Bild in der allgemeinen Automatik benutze, dann gehe ich mal hier in die Vergleichsansicht hinein. Dann bekommen Sie genau das Bild, was Sie hier auch auf der Webseite haben. Das ist also nicht irgendwie hingeschummelt, das ist wirklich genau das, was das Programm liefert. Das gilt für die unteren Bilder genauso. Also Schärfung, Bildschärfung per Knopfdruck. Damit haben wir jetzt noch keine neue Funktion gesehen, sondern einfach nur gesehen, wie das Programm generell funktioniert. Diejenigen unter Ihnen, die die Version Sharpen Project 2 schon haben, werden sicherlich feststellen oder schon festgestellt haben, dass es hier eine ganze Menge neue Bereiche gibt, zum Beispiel den Bereich Oversampling, Bildbereiche schützen. Darum werden wir uns jetzt mal kümmern. Und zwar werden wir gleich beginnen mit dem Bereich Bildbereiche schützen. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Neuerung, die
in dem Programm drin ist. Und ich fange vielleicht mal an mit einer Landschaft. Ich nehme also dieses Bild Straße hier unten per Drag and Drop, lasse das wieder auf das Programm fallen, lade es ein und erhalte wieder mein originales Bild. Das ist hier bei mir in der Nähe aufgenommen. Das ist bei einem Windpark. Einfach, ja, kurz an die Straße gestellt, angehalten und mal ein Bild gemacht, weil der Himmel war gerade schön. Und was wir bis jetzt kannten, war Folgendes. Man hat automatisch geschärft und hatte häufig das Problem, dass dort, wo glatte Bereiche sind, also zum Beispiel im Himmel, durch die Bildschärfung, das noch verbleibende Rauschen im Bild mitgeschärft wurde. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann man denn das verhindern? Und das ist jetzt genau dieser neue Bereich, Bildbereiche schützen. Ich klappe das mal auf, dann können Sie sich das mal in Ruhe ansehen. Hier kann man jetzt bestimmte Bereiche des Bildes, zum Beispiel Hauttöne, Himmelblau, so Himmelsfarben, glatte Bereiche, Details, Schatten, Mitteltöne, Lichter oder Schatten und Lichter schützen vor der Schärfung. Was bedeutet das? Wenn ich das jetzt einfach mal hier für unseren Fall auf Himmelblau stelle, bedeutet das, dass der Himmel bzw. alles, was himmelblau ist, nicht mitgeschärft wird. Das heißt, egal wie stark ich das Bild jetzt schärfe, der Himmel wird nicht, ich sag's mal, leger grisselig werden. Wenn ich den Bereichsschutz mal ausschalte, machen wir das mal, keine Bildbereiche schützen, dann wird man in der Übertragung nicht so gut sehen, vermutlich. Ich gebe mal ein bisschen Gas in der Bildschärfung und wähle mal den Qualitätsmodus Pro Plus. Das ist eine höhere Berechnungsqualität. Dann sieht man, okay, jetzt passiert was. Das heißt, wenn ich ohne Bildbereichsschutz arbeite, sieht man diese ganzen Artefakte um diesen Windmühlenflügel herum. Wenn ich jetzt den Bildbereichsschutz wieder einschalte auf Himmelblau schützen, dauert einen Moment, dann wird der Himmel geschützt vor zu arger Bildschärfung und mit einem Klick haben Sie kein Rauschen mehr im Bildhimmel, also im Himmel des Bildes und trotzdem ein maximal scharfes Bild. Der Bildbereichsschutz kann auf verschiedenste Bereiche angewendet werden und ist wirklich mit einem Klick zu aktivieren. Wenn wir uns das angucken wollen, was da genau passiert, das können wir auch. Da gibt es hier neben dieser aufklappenden Liste, nennt man Combo Box, einen Button, so ein kleines Auge. Da können wir uns anzeigen lassen, was wird denn hier eigentlich geschützt? Wir bekommen eine Graustufenmaske und diese Graustufenmaske sagt uns, dort wo es hell ist, wird das Bild voll geschärft und je dunkler es wird, desto weniger wird das Bild dort geschärft. Das Schützen wird also angezeigt durch, hier ist es dunkel. Das ist das, was Sie zum Beispiel aus Photoshop als Maske kennen. Das ist tatsächlich eine Maskierung, die hier automatisch generiert wird. Und da wir himmelblau schützen, ist das auch nicht abhängig davon. Ich stelle gleich mal die Qualität wieder ein bisschen zurück, damit das hier ein bisschen schneller geht. Das ist auch nicht abhängig davon, ob der Himmel oben oder unten ist. Wenn Sie also in einer Wasserfläche blauen Himmel spiegelnd haben, dann wird das auch entsprechend geschützt. Die Frage, die gerade kommt, und die Frage ist wichtig und berechtigt, ist, ob der Bildbereichsschutz kombinierbar ist. Das ist tatsächlich nicht der Fall, denn wie sollten Sie hier in einer Combo-Box, in einer Liste zwei Einträge auswählen? Das geht rein technisch schon gar nicht. Und zum Zweiten ist es auch sehr schwer zu verstehen, was passiert, wenn man Masken kombiniert. Für die, die es in HDR Project 7 vielleicht mal probiert haben, im Expertenmodus zwei Smart Mask Filter zu kombinieren, das tut nicht immer das, was man erwarten würde. Mathematik oder Algorithmik macht nicht immer das, was man erwartet. Es gibt häufig Überraschungen. Deswegen haben wir uns hier entschieden, sehr klare Dinge einzubauen, die ganz klar zu verstehen sind, die aber zu entsprechend guten Ergebnissen auch führen. Wenn wir uns also zum Beispiel sagen, wir wollen nicht nur das Himmelsblau schützen, sondern generell alles, was glatt ist, denn alle glatten Bereiche tendieren ja dazu, bei starker oder zu starker Bildschärfung Rauschen zu generieren, also das Restrauschen zu verstärken, dann können wir auch statt des Himmelblaus einfach alle glatten Bereiche schützen. Und dann wird diese Straße hier, die ja nicht blau ist, jetzt zum Beispiel
weniger geschärft. Ich schalte auch hier mal die Maske an. Dann sehen Sie, was jetzt alles ein glatter Bereich ist, und zwar alles, was dunkel ist. Und je dunkler es wird, desto glatter ist dieser Bereich und desto weniger muss er geschärft werden. Das ist übrigens die Standardeinstellung. Glatte Bereiche leicht schützen. Ich klicke da mal drauf auf die Standardeinstellung, dann sieht das so aus. Das ist die Standardeinstellung für die Bildschärfung. Ich bin gerade schon wieder mit den Augen drüben im Fragenfenster. Der Joachim sagt gerade, ich könnte das Bild ja auch zum Originalbild erklären, also in mehreren Phasen agieren. Ich könnte also das Bild schärfen mit geschütztem Himmel und danach könnte ich es nochmal schärfen mit geschützten Hauttönen. Das funktioniert, nur Sie haben ja im ersten Durchlauf schon die Hauttöne mitgeschärft, weil Sie nur die Himmelsfarben geschützt haben. Man musste einfach ein bisschen gucken, welche Einstellung passt am besten. Und ich würde das gerne, da wir gerade das Thema Hauttöne auch hatten, gleich mit einem Porträt machen. Der Dieter fragt gerade, der Himmel wird also als glatt erkannt. Das kommt drauf an. Wenn wir uns die glatten Bereiche hier nochmal anzeigen lassen, sehen wir, dass nicht alles vom Himmel als glatt erkannt wird. Man sieht hier dort, wo Wolken sind oder wo das Flugzeug hier oben vorbeigeflogen ist, dort werden die Details durchaus auch erkannt. Es wird also wirklich nicht an dem Himmel, der Himmel wird nicht an seiner Farbe hier erkannt, wenn wir auf glatte Bereiche gehen, sondern wirklich auch anhand seiner Glattheit, sprich, wie eben ist die Fläche im Bild? Für sowas gibt es tatsächlich Algorithmen. Wer nachgucken möchte, kann mal im Internet unter Sobel-Operator nachschauen. Sobel. Da wird das, gibt's sehr gute Seiten zu, die ganz einfach erklären, wie man sowas technisch machen kann. Vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant, da auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Das hier ist im Prinzip ein Sobel-Operator, allerdings ein etwas erweiterter. Gut, genug von Technik. Schauen wir uns mehr Bilder an. Ich hatte gesagt, Hauttöne, wir wollen uns mal Porträts anschauen. Ich nehme hier mal ein Porträt dazu. Wieder per Drag and Drop eingeladen. Sie können natürlich jederzeit auch über Datei Bild einladen gehen. Über das Menü, das geht auch. Ich persönlich benutze immer gerne Drag and Drop, weil es einfach wunderschön schnell ist. Wir haben ein Porträt. Eine freundlich wirkende junge Dame, wo wir etwas mehr Schärfe im Bild haben möchten. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können zum einen sagen, wir möchten, wie in Sharpen Project 2 vorher, die Kategorie Porträt anwählen und eine speziell für Porträts optimierte Schärfung benutzen. Das können wir tun. Dann kriegen wir auch hier, ich gehe noch mal ein Stück näher ran, schalte es mal zurück. Und man sieht hier, es könnte hier ein bisschen knackiger sein, das Bild. Klicke da noch mal drauf und bekomme dann eine Porträtschärfung, die im weitesten Sinn die Haut auslässt. Man sieht, wenn ich die rechte Maustaste drücke, das Originalbild und dann das veränderte, geschärfte Bild. Das ist das eine, was ich tun kann. Mit dem neuen Bereichsschutz, den wir jetzt haben, kann ich aber auch sagen, ich möchte, und ich zeige Ihnen mal erst, wie es aussehen würde, wenn wir keine Bildbereiche schützen, damit Sie den Unterschied auch einfach mal sehen können. Ich gehe dann in den Bereich Unschärfekorrektur, Verwackelung und Unschärfe, sage automatisch schärfen. Und das wäre das, was wir bekommen würden, wenn wir eine Unschärfebereinigung ohne Maskierung machen. Und darüber wäre die Dame mit Sicherheit nicht erfreut und das zu Recht. Und wenn ich jetzt in dem Bereichsschutz einfach wähle Hauttöne schützen, dann bleibt die Haut so, wie sie ist. Mit einem Klick wird meine Hautfarbtöne werden nicht mitgeschärft und ich kann mein Porträt mit einem Klick bearbeiten und auch jetzt von Unschärfe befreien. Das ging vorher nicht. Ich kann die Hauttöne natürlich noch etwas intensiver schützen. Wenn mir das noch nicht stark genug ist, dann geht überall die Schärfe so ein bisschen zurück. Und wenn wir jetzt uns diese Augenpartie oder das Gesicht einfach mal anschauen, vielleicht im Vergleichsfenster mal das nebeneinander stellen, dann macht das doch schon einen ganz anderen Eindruck. Und das ist etwas, was wir gerade mit einem Klick durchgeschärft haben. Wir haben keine Artefakte im Bild, wir brauchen uns um nichts kümmern. Bild einladen. Automatisch schärfen, Maskierung wählen, speichern. Das geht wirklich ganz, ganz einfach. Und genau diese Maskierungsoptionen sind, glaube ich, die wahrscheinlich wichtigste Neuerung, einfach weil sie extrem wirksam sind und extrem leicht zu bedienen.
Ich hole einmal kurz ein bisschen Luft und dann schauen wir uns mal noch ein paar weitere Funktionen an. Wie gesagt, die Default-Option, glatte Bereiche schützen, schützt die Haut auch schon vor Schärfung. Aber man hat gesehen, dass trotzdem Artefakte entstehen, weil die Haut ist halt nicht ganz glatt. Und glatte Bereiche, wir können uns das auch mal in der Maske anschauen. Man sieht, dass in der Haut hier unruhige Bereiche gefunden werden, die mitgeschärft werden. Während, wenn ich die Hauttöne direkt auswähle, dann werden die Hauttöne komplett weggedrückt aus der Schärfung und das gesamte Bild wird aber komplett ansonsten geschärft. Vielleicht eine kleine Nebenbemerkung dazu. Ich stelle das mal wieder zurück. Zeige Ihnen mal ein zweites Porträt. In diesem Bereichsschutz steht bei den Hauttönen ein bestimmtes Wort drin, nämlich Hauttöne. Wir brauchen uns nicht, wir brauchen uns nicht hinstellen und zu sagen, wir erkennen Haut im Bild. Das würde nicht stimmen. Wir erkennen Hautfarben. Wenn ich jetzt also hier in diesem Bild die Hauttöne schütze und mir dann die Maske anzeigen lasse, wird hier hinten dieser Weg mitgefunden, weil der die gleichen Farbtöne hat. Und genau darum geht es. In diesem Falle werden Farbtöne geschützt. Das ist wichtig. Wir erkennen nicht im Bild und das kann kein Rechner der Welt kann wirklich Haut erkennen. Natürlich kann man eine Gesichtserkennung machen, aber Sie können nicht losgelöst jetzt irgendwie dann vielleicht noch einen Arm hinhalten und dann erkennen, oh, das ist ja ein Arm, das ist Haut. Was man aktuell nicht machen kann, und die Frage kommt gerade, ob man auch andere Farben schützen kann, das geht auf einem anderen Wege. Das können Sie über die selektive Bearbeitung machen. Die Helligkeit der Haut spielt dabei tatsächlich so gut wie keine Rolle. Denn eine Farbe, ein Farbton, wenn Sie sich einen Farbkreis vorstellen, da ist ja ein Winkel ist immer eine Farbe. So wie ein Uhrenzeiger. Und auf der gesamten Länge des Zeigers der Uhr spielt sich dieser Farbton ab und er hat verschiedene Helligkeiten. Wir gehen also wirklich danach, welche Farbe unterliegt dem Ganzen. Man spricht von normalisierten Farben an dieser Stelle. Da haben wir hier keine direkte Ansicht zu. Wenn Sie aus einem Bild mal den Helligkeitskontrast komplett entfernen, dann haben Sie nur noch die reinen Farbinformationen. Das ist eine normalisierte Farbe. Und über diese Farbtöne kann man das erkennen. Ja, das geht auch für andere Hautfarben dann. Denn der Bereich, den wir abdecken bei Hauttöne schützen, geht von gelblichen Farbtönen über orange-rötlich bis ins Braun hinein. Da wird also alles entsprechend genommen. Wir können uns das hier mal anschauen, wenn wir uns die Maske ansehen. Wir sehen, dass auch hier die leicht bräunlichen Haare mitgeschützt werden, weil das auch Hauttöne sein könnten. Wie gesagt, das Programm erkennt, unterscheidet nicht zwischen Haaren und Haut, sondern nur zwischen Farben. Aber es gibt insgesamt dadurch einen sehr homogenen Bildlook. Wir können das auch mit diesem Porträt nochmal eben machen. Hauttöne schützen. Unschärfekorrektur aktivieren, Automatik durchlaufen lassen, fertig geschärftes Porträt. Sie müssen nichts mehr tun. Sie müssen nur noch auf den großen grünen Knopf drücken und das Bild noch speichern. Was vielleicht auch ganz interessant ist, gerade in diesem Bild, deswegen hatte ich es eigentlich auch eingeladen, wenn Sie Unschärfe bereinigen, haben Sie häufig bei Porträts den Fall wie hier, dass Sie hinten so ein schönes Bokeh haben und das wird jetzt mitgeschärft. Rechte Maustaste, halte ich mal fest. Man sieht das schöne Bokeh und das wird mitgeschärft. Das kriegen wir dann entweder dadurch geregelt, dass wir sagen, glatte Bereiche intensiv schützen zum Beispiel, dann bleibt das Bokeh erhalten. Die relativ glatte Haut wird auch nicht mitgeschärft. Trotzdem werden Augen, Mund und Haare aber sehr gut nachgeschärft. Auf diese Art können wir zum Beispiel auch Bokehs in Porträtbildern erhalten und von der Bildschärfung ausnehmen. Ich würde empfehlen, mit diesen Einstellungen einfach mal ein bisschen rumzuspielen. Sie bekommen ja natürlich auf der Webseite auch, wo habe ich sie gelassen? Dort ist sie hin. Ganz unten auf der Seite gibt es einen Bereich Downloads und da können Sie sich natürlich auch eine Demo-Version runterladen. Es kommt gerade die Frage, was ist Bokeh? Das ist ein eigenes fotografisches Thema, vielleicht nur so viel. Jede Kamera und jedes Objektiv hat in der Unschärfe hinten eine verschiedene Form. Man sieht hier, das ist eine achteckige Form. Diese Kamera hat ein sogenanntes achteckiges Bokeh.
Das heißt so, die Art der Unschärfe ist ein fotografisches Mittel im Hintergrund und die hat eine verschiedene Form, je nach Objektiv. Und das nennt man Bokeh. Gut, wir haben uns ein paar Porträts jetzt angesehen. Wir haben uns allgemein angesehen, was macht dieses Bereiche schützen erst einmal. Und ich nehme jetzt mal ein weiteres Bild hinein, damit wir auch ein bisschen was Unterschiedliches sehen. Eine kleine Ozeanwelle, die ist auch auf der Webseite drauf. Hier zeige ich Ihnen vielleicht noch mal ganz kurz, was die Presets dann auf der linken Seite machen. Das ist zum Beispiel neue Preset Raw Brillanz. Ist ein Preset, welches für Raw-Aufnahmen kreiert ist. Also es enthält ein bisschen Grundentrauschung, Farbentrauschungsentfernung. Und das Preset Brillanz weist natürlich darauf hin, dass es hier um brillante Bilder geht. Das heißt, es wird bereits vor der Schärfung die Bildbrillanz optimiert. Ein vorbereitendes Preset. Und dann kann ich mit diesem Preset in die Bildschärfung gehen, automatisch schärfen lassen. Auch hier werden wieder glatte Bereiche leicht geschützt. Man hätte auch reinschreiben können, Rauschen unterdrücken. Das ist nämlich das, was faktisch im Bild passiert. Wir gehen da mal ein Stück ran. Das war das Originalbild. Ich scroll nochmal so ein Stück beiseite. Und das ist dann das RAW-optimierte, also das brillanzoptimierte Bild plus Bildschärfung. Und wenn ich hier jetzt den Bereichsschutz abschalte, dann kriege ich hier unten halt ein bisschen Gekräusel rein. Sprich, das Restrauschen wird verstärkt. Was ich Ihnen noch zeigen wollte an dieser Stelle, ich stelle mal auf das Preset Original zurück. Das ist jetzt das rein geschärfte und Dunst- und Nebelkorrigierte Bild, weil wir sind ja in der Kategorie Allgemein. Das heißt, hier unten Dunst entfernen ist aktiviert worden. Die Brillanz ist ein wenig auch nachkorrigiert worden. Was ich Ihnen zeigen wollte, ist, Sie können den Bereichsschutz nicht nur auf die Schärfe anwenden. Das sind diese Regler hier. Das ist der Bildschärfebereich, sondern auch auf den fotografischen Bereich. Wenn ich jetzt also mal ein bisschen intensiver werde, also ein bisschen mehr Dunst- und Nebelkorrektur mache und vielleicht noch ein bisschen mehr Bildbrillanz hineintue und das Bild auch nochmal aufhelle, dann mache ich bisher ja den Bereichsschutz nur auf der Schärfe. Hier vorne ist unter dem Bereichsschutz ein Icon angeklickt, da steht dann dran, die Maskierung wirkt sich nur auf die Bildschärfeeinstellungen aus. Auf der rechten Seite können Sie das in den Modus schalten, dass sich die Maskierung nur auf die fotografischen Einstellungen auswirkt. Dann wird das Bild vollständig geschärft, aber die glatten Bereiche im Bild werden nun nicht mehr beeinflusst durch die fotografischen Einstellungen. Und der Knopf in der Mitte, Schärfe plus fotografisch, lässt die Maskierung auf beides wirken, sowohl auf die Schärfe wie auf die fotografischen Einstellungen. Das ist eine fortgeschrittene Anwendung. Wenn Sie da ein bisschen weiter einsteigen möchten, die Default-Einstellung ist, die Bildmaskierung wirkt sich auf die Bildschärfe aus, weil dort ist die Maskierung am wichtigsten. Aber trotzdem wollten wir Ihnen natürlich die Möglichkeit lassen, die Maskierung auch für den fotografischen Bereich nutzbar zu machen. Die automatische Schärfe, danach wird gerade gefragt, ob sich das verringern lässt. Ich stelle mal kurz wieder alles zurück auf Ausgangseinstellungen und übernehme dann in dem Zuge mit der Frage, ob sich das verringern lässt, auch mal den neuen Qualitätsmodus. Wir stellen mal hier oben auf Verwacklung und Unschärfe Voreinstellungen. Das Programm ist jetzt also im Modus nur noch Unschärfe korrigieren. Ich drücke auf die Automatik. Da sehen Sie erstmal nicht so viel. Wir müssen dazu ein bisschen rangehen. Bildschärfe ist halt primär im Pixelbereich. Und wenn man hier jetzt mal schaut, das ist das Original, das ist das grundsätzlich geschärfte Bild im Qualitätsmodus ausgewogen. Dann werden durch die Automatik, die wir hier drücken, die Regler unten hier für Sie konfiguriert. Und natürlich können Sie das nachkorrigieren. Sie können nachträglich sagen, ich möchte mehr Bildschärfung, also eine höhere Korrektur oder eine geringere Korrektur. Ich möchte den Radius der Schärfung erhöhen. Ich möchte die Qualität der Berechnung noch erhöhen, die Feinheit und die Grundentrauschung. Und den HD-Farbschutz können Sie auch noch ein- und ausschalten. Der ist per Default aktiv, weil eine farbsensitive Bildschärfung immer ein besseres Ergebnis liefert. Also natürlich kann man das nachregulieren. Und ich drücke nochmal auf die Automatik, damit ich wieder die vorgefertigten Werte bekomme. Und wir schauen uns jetzt mal kurz an, für die, die es noch nicht kennen, auch, was ist denn Unschärfebereinigung überhaupt und wie wirkt sich das aus? Dazu
nehme ich mal hier unten diesen Button Unschärfe-Vergleichsansicht, dann bekomme ich diese Anzeige hier der Unschärfe-Verteilungsfunktion des Ausgangsbildes links und des Ergebnisbildes rechts in einer größeren Ansicht, kann also mehr sehen. Klicken wir mal drauf, klicken das nebeneinander und das, was Sie hier sehen, ist auf der linken Seite die Unschärfe des Originalbildes. Das heißt, jeder Pixel in der Mitte hier weiß angezeigt, ist primär nach links und rechts verwackelt, also eine seitliche Verwacklung während der Aufnahme oder aber durch Bewegung eines Objektes im Bild. In diesem Fall war es aber eine Verwacklung in der Aufnahme und nach der automatischen Unschärfekorrektur, jetzt einmal nach rechts schauen, ist die Unschärfe im Bild kleiner geworden. Sprich, je kleiner diese Anzeige hier wird, umso weniger Unschärfe ist im Bild. Jetzt ist es aber so, dass nicht die maximale Bildschärfung immer das beste Ergebnis liefert. Das kennen Sie. Wenn Sie in der Bildschärfung einen Regler ganz nach oben drehen, sieht es dann sehr schnell auch mal überschärft aus. Und das ist etwas, was die Automatik mit berücksichtigt. Sie versucht, das Bild so zu schärfen, dass es immer noch aussieht wie das Bild, ohne dass jetzt es zu intensiver Überschärfung kommt. Und das Ganze können Sie dann auch noch in vier Qualitätsmodi steuern. Und vielleicht nochmal zurück. Die Unschärfe-Verteilungsfunktion im Modus ausgewogen hat eine Größe von 100 mal 100 Pixeln. Genau genommen von 101 mal 101. Denn hier in der Mitte vom Mittelpixel ausgehend geht es 50 Pixel in jede Richtung. Das ist die Größe der Analyse, die für jeden Pixel stattfindet, wo die Unschärfe gesucht wird und bereinigt wird. Wenn ich das in den Modus Pro stelle, wir müssen dazu mal ein bisschen näher rangehen, damit Sie den Unterschied auch sehen können. Nehmen wir mal dieses Stück Welle hier. Ausgewogener Modus und Rechtsklick Originalbild. Ausgewogener Modus etwas geschärft. Der Modus Pro schärft etwas intensiver. Im Modus Pro ist die Unschärfefunktion schon vom Mittelpixel ausgehend nicht mehr 50 Pixel in jede Richtung, sondern 100 Pixel in jede Richtung, also 200 mal 200 Pixel, die einbezogen werden. Der Modus Pro Plus legt noch einen Schritt drauf. Da wird dann die Unschärfebereinigung, man sieht, das Bild wird hier immer feiner, wird die Unschärfebereinigung mit 250 Pixeln in jede Richtung, also mit 500 Pixeln Radius. Die Frage kommt gerade, ja, das ist ein Berechnungsradius. Das wird also immer höher gestellt und es wird immer mehr vom Bild einbezogen. Vielleicht nur mal so eine kleine Kopfrechenaufgabe, wenn Sie ein Bild haben mit 10 Megapixeln, 10 Millionen Pixel und für jeden Pixel alle Pixel im Umkreis von 500 mal 500 Pixeln berechnen, sind das 250.000 Berechnungen für jeden Bildpunkt. Das ist also schon sehr viel. Da wird sehr intensiv gerechnet. Und was jetzt Neues in der Version Sharpen 3, ist der Modus, der hier drunter ganz groß und breit steht, Pro Infinity. Und der Pro Infinity Modus hat nicht mehr eine feste Größe der Unschärfe. Analyse. Es ist immer noch ein Quadrat. Ich klicke da mal drauf. Dann bekomme ich erstmal eine Warnmeldung. Achtung, das kann jetzt wirklich eine ganze Menge Zeit verbrauchen. Das kann bis zu 50 Mal so lange dauern wie das Schärfen im ausgewogenen Modus. Also der Modus Pro Infinity, um das wirklich ganz klarzustellen, ist für User mit Geduld. Das kann durchaus sehr lange dauern. Wir reden hier darüber, dass eine Bildschärfung durchaus mal 10, 15 Minuten dauern kann. Sie bekommen aber dann das Bestmögliche heraus. Wir klicken da mal drauf. Das geht hier jetzt relativ schnell. Und das ist jetzt das Maximum, was an Unschärfeanalyse stattfinden kann. Warum das Maximum? Erkläre ich Ihnen gleich. Dieser Unschärfebereich, der hier jetzt ermittelt wurde, können da mal mit dem Zoom rangehen, das ist wirklich sehr, sehr fein inzwischen, hat jetzt die Größe des maximalen Quadrates in Ihrem Bild. Ich öffne mal den Bildzuschnitt dafür hier oben, diese Funktion, stelle mal auf eigenes Seitenverhältnis und dann sehen wir, wird automatisch ein Quadrat hier einbeschrieben und das hat jetzt eine Ausdehnung von 1680 mal 1680 Pixeln. Es wird also maximal viel vom Bild einbezogen in die Unschärfeberechnung. Wer das nachschlagen möchte, wie Unschärfebereinigung so in etwa funktioniert, das Fachwort dafür ist Dekonvolution. Wahnsinniges, fürchterliches Wort, aber so heißt das nun mal.
Und da geht es immer darum, dass man Radien einbezieht und Unschärfe im Bild analysiert. Und der Hartmut fragt gerade, ob das optimiert worden ist, weil es sehr schnell wirkt. Also zum einen ist das Bild hier nur 4 Megapixel groß. Ich benutze immer etwas kleinere Bilder im Webinar, damit es einfach ein bisschen schneller geht, weil Sie wollen ja nicht die ganze Zeit nur auf den Balken starren und warten. Aber ja, die Berechnung der Unschärfe ist erheblich beschleunigt worden. Und nur deswegen sind wir in der Lage, diesen Pro-Infinity-Modus anzubieten. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie zum Beispiel aus einer D800 ein Bild nehmen mit 36 Megapixeln, dann ist dieses Unschärfe-Quadrat 5000 mal 5000 Pixel groß. Das heißt, Sie haben pro Bildpunkt, für jeden Bildpunkt in Ihrem Bild werden 25 Millionen Berechnungen außenrum gemacht. Das ist unfassbar viel. Damit kann man einen Rechner durchaus mal ein bisschen beschäftigen. Aber zum Glück sind die Geräte heute relativ schnell und der Programmcode ist auch sehr stark optimiert worden. Da ist also noch mal einiges passiert. Und mit dieser Unschärfe Korrektur im Pro Infinity Modus kriegen Sie halt wirklich ein sehr, sehr scharfes Bild. Das ist vielleicht mehr als das, was Sie möchten. Das kann durchaus sein. Das ist wieder Geschmackssache. Weil auch bei der Bildschärfe ist es so, dass es nicht irgendwo den Wert gibt, wo man sagen kann, okay, jetzt ist das Bild zu scharf. Mathematisch, algorithmisch gibt es sowas nicht. Das ist immer subjektives Empfinden. Ich zeige Ihnen jetzt mal, was im Pro-Infinity-Modus passieren würde, wenn wir nicht glatte Bereiche geschützt hätten. Also den Bereichsschutz nehme ich jetzt mal raus. Und dann wird das hier wirklich pixelig. All dieses Verpixelte, das sind zum Teil JPEG-Artefakte, die wir hier sehen. Man sieht das daran, dass hier so kleine Klötzchen entstehen. Das wird alles durch die Schärfung im Bild, durch Pro Infinity, sichtbar gemacht und durch den Bereichsschutz im Default-Modus glatte Bereiche leicht schützen, bringen wir das auf die Bereiche zurück, wo wir die Schärfe haben wollen, nämlich da, wo im Bild was passiert, wo wir etwas sehen können, wo Details sind. Also auch hier können Sie Ihre Einstellungen machen und dann den Qualitätsmodus auswählen, der am besten zu Ihrem Bild passt und zu Ihrem Geschmack passt. Das ist dann auch ja eine ganz wichtige Sache. Man muss ein Bild immer so schärfen, also zumindest mache ich es so, wie ich es gut finde. Denn wie gesagt, also einen technischen Begriff der optimalen Bildschärfe, das empfindet jeder anders. Das ist nicht wirklich zu sagen. Also ich kenne keinen Algorithmus, der das könnte. Man kann nur die durchschnittliche Meinung abbilden. Also unsere Automatik ist natürlich auch darauf eingestellt, was wir mit Testbildern ermittelt haben. Und es sind sehr viele Testbilder. Also für die Kalibrierung eines solchen Algorithmus benutze ich im Normalfall 200 bis 300 verschiedene Bilder, verschiedenster Motivlagen und Aufnahmequalitäten. Einfach um das vernünftig auszutarieren. Gut, wir haben uns jetzt angesehen den Bildbereichsschutz. Wir haben uns angesehen Pro Infinity. Weiter sind wir noch nicht gekommen. Ich zeige Ihnen mal kurz im PDF-Dokument. Wir haben die Maskierungsfunktion hier gesehen und wir haben den Qualitätsmodus Pro Infinity gesehen. Viel mehr haben wir noch nicht besprochen. Es ist also noch ein bisschen was da. Aber das sind natürlich die wichtigsten Funktionen. Ich nehme jetzt mal ein neues Bild. Das ist Großstadt von oben in Dubai auf eine recht große Verkehrskreuzung. Das ist ein klassisches Bild für eine gute Bildschärfung. Und ich sage Ihnen einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt hier auf automatisch einstellen drücke. Ich bekomme eine leichte Brillanzoptimierung, eine Dunstkorrektur und eine Bildschärfekorrektur. Man sieht hier die Details, die zumindest im Bild abgebildet sind, sind deutlich besser zu sehen. Und jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas in der Bildschärfung. Gehe mal so ein bisschen näher ran und drücke mal vielleicht auf den Pro Plus Modus. Dann wird das Ganze noch ein bisschen kräftiger. Und vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, so ganz dünne, helle Kanten haben die Tendenz, sehr viel heller zu werden. Dort entstehen sogenannte Schärfehalos. Das ist das, was Sie kennen, wenn Sie ein Foto gemacht haben, einen Ast vor blauem Himmel, dann ist um den Ast so ein heller Schein drumherum, ein Pixel breit. Das ist ein Schärfehalo. Das entsteht immer bei der Bildschärfung, denn genau das ist Bildschärfe.
die Erhöhung von Kontrast zwischen dunklen und hellen Pixeln. Und hier gibt es einen neuen Modus, der nennt sich Oversampling. Und der steht per Default auf einfach und es gibt daneben einen Knopf, da steht drauf zweifach. Im Tooltip steht, beim zweifachen Oversampling wird die Bildschärfe in zwei automatisch aufeinanderfolgenden Schritten berechnet. Das heißt, wenn Sie da draufdrücken, findet Ihre Bildschärfung nicht mehr in einem Durchlauf statt, sondern es wird das Bild erst ein bisschen geschärft und dann wird das Ergebnis nochmal geschärft. Jetzt wird der ein oder andere an der Stelle aufschreien und sagen, ja, aber man soll doch ein geschärftes Bild nicht nochmal schärfen. Das ist grundsätzlich richtig. Wenn Sie aber den Algorithmus selber gebaut haben, so wie ich, können Sie schauen, wo habe ich denn im ersten Durchlauf schon geschärft und dann nur noch in Anführungsstrichen die Reste nachschärfen. Also die Schärfe des Bildes in sich aneinander anpassen. Wir klicken da mal drauf. Dann wird jetzt das Bild nochmal geschärft. Und ich weiß nicht, ob man es sehen konnte. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. Achten Sie hier mal auf diese helle Kante. Ich schalte das nochmal wieder ab. Man sieht, dass die dann wieder stärker wird, beziehungsweise wenn ich es aktiviere, schwächer wird. Es ist also durch das Oversampling wird die Bildschärfe feiner und es findet ein Schutz vor Überschärfung statt. Die werden also diese Schärfehalos verbessert. Insgesamt ergibt das ein sehr homogen scharfes Bild. Wenn Sie also die allerhöchste Qualität möchten, ich gehe noch mal ran. Ich nehme noch mal eine andere Kante, die man vielleicht etwas besser sieht. Hier diese Kontur von dem Highway. Stell das noch mal zurück. Also schalte es wieder ab. Dann wird diese Kante heller. Hier oben. Noch näher ran kann ich nicht. Und wenn ich es aktiviere, dann wird diese Kante entsprechend dunkler. Also diese Schärfehalos werden reduziert. Schauen Sie sich das ansonsten zu Hause selbst am Bildschirm an. Da sehen Sie es sehr deutlich. Wichtig für Sie zu wissen ist, es geht darum, diese Überschärfung zu verhindern. Und wir sind jetzt wirklich, ich möchte nicht sagen im akademischen Bereich, aber im Bereich für die fortgeschrittene Bildschärfung, wo es darum geht, nicht nur eine gute Bildschärfe im Bild an sich zu bekommen, sondern auch eine homogene, ausgeglichene Bildschärfe hinzubekommen. Das wird nämlich gerne mal vergessen. Und wenn wir jetzt mal alles wieder zurückstellen, einfaches Oversampling, ausgewogen, dann sage ich Ihnen mal kurz, wie das so von der Berechnungszeit ist, womit Sie rechnen müssen. Sobald Sie den Oversampling-Modus auf zweifach stellen, verdoppelt sich die Rechenzeit, schlicht und ergreifend, weil das Bild in zwei Durchläufen geschärft wird. Wenn Sie von ausgewogen auf Pro Infinity stellen, kann es bis zu 50 Mal länger dauern, durch den Oversampling-Modus natürlich mal zwei. Das heißt, Bildschärfe ist auch eine Geduldsfrage. Das Programm ist sehr schnell. Also wenn wir hier auf den Pro Infinity Modus drücken, das sind ja Wartezeiten, die sind vertretbar. Wir reden hier über, was waren das, 2, 3 Sekunden, vielleicht 4. Das ist ja keine wirkliche Wartezeit. Also wir reden nicht davon, dass es ewig lange dauert, aber die Qualitätssteigerung, die Sie erreichen, ist gewaltig, wenn Sie eine höhere Qualität wählen und einen Oversampling Modus aktivieren. Gut. Holen wir mal ein bisschen Luft. Ich zeige Ihnen nochmal, weil die Frage gerade kam, wie sieht das Foto in der Originalansicht aus? Das ist jetzt gerade 1 zu 1 Ansicht und ich drücke jetzt mal die rechte Maustaste runter. Das ist das unbearbeitete Bild. Nochmal nachgeschärft und Brillanz optimiert, beziehungsweise Dunst und Nebel optimiert in der Erstkategorie oben, bekommen wir was ganz anderes raus. Wir können es nochmal nebeneinander stellen. Und einfach mal so darüber fahren, dann sieht man einfach, wie viel mehr Details hier sichtbar werden, wie viel klarer das alles wird. Oder vielleicht nebeneinander gestellt, nochmal so. Lasse ich das einen Moment auf Sie wirken und nutze kurz die Gelegenheit, um einen Schluck zu trinken. Bin sofort wieder für Sie da. Man merkt doch, dass die Stimme so ein bisschen nachlässt nach einer gewissen Zeit. Da kommen jetzt ein paar Fragen rein, ob es auch einen Diorama-Modus gibt. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mal, was Sie damit meinen im Moment. Ich werde das natürlich nachschlagen. Eine weitere Frage ist, wie wirken sich Einstellungen in den Extras zur Rechengenauigkeit mit den genannten Modi zusammen aus? Ich vermute, Sie meinen Extras, Einstellungen.
Nein, vermutlich auch nicht. Verstehe ich gerade nicht, was gemeint ist. Vielleicht noch mal reinschreiben. Ich würde Ihnen derweil gerne noch eine weitere Funktion im Bereich Bildschärfung zeigen. Jetzt muss ich ein bisschen runterscrollen. Wir waren hier unten vorhin schon mal. Das ist diese Unschärfe-Analyse. Stellen mal wieder auf den ausgewogenen Modus zurück, damit das alles ein bisschen schneller geht. Und hier unten gibt es einen recht unscheinbaren Bereich. Da gibt es einmal einen Regler, den kann ich zwischen Helligkeit und Konturen hin und her stellen. Und hier vorne gibt es einen Knopf mit einem I, einen Informationsbutton. Ich drücke da einfach mal drauf und dann sehen wir, wie es funktioniert. Ich bekomme die Meldung Konturenanalyse. Der Konturenanteil im Bild ist 39,6%. An diesem Wert können Sie erkennen, wie viele Details haben Sie im Bild. Und dann gibt es einen kurzen Erklärungstext, dass eben die Konturenanalyse das Bild daraufhin untersucht, ob eher Bereiche mit vielen Konturen oder Bereiche mit wenig Konturen dominieren. Und abhängig davon wählt das Programm automatisch aus, ob die Unschärfeberechnung, also die Analyse der Unschärfe, ich erinnere hier an dieses schwarze Feld, Unschärfe-Analyse-Funktion, ob die eher mit dem Helligkeitsmodus berechnet wird oder mit dem Konturenmodus berechnet wird. Ein Bild, was viele Konturen enthält, sollte auch mit dem Konturenmodus berechnet werden. Das haben wir nicht automatisiert, weil Sie wollen ja nicht jedes Mal dieses Fenster sehen, wenn Sie ein Bild einladen. Das ist Ihnen also überlassen, das einzustellen, wie Sie mögen. Wenn ich jetzt OK klicke, wird das Programm von hier Helligkeit auf Konturen umstellen. Diesen Regler können Sie nur ganz links oder ganz rechts einstellen, also entweder oder. Und wird das Bild mit dem Konturenmodus schärfen, weil hier halt viele Konturen enthalten sind. Ich drücke mal auf OK und lasse ihn mal ein bisschen machen. Und puff, da passiert noch mal eine ganze Menge. Wir gehen da mal näher ran. Ich lasse das vielleicht mal so stellen und stelle es jetzt von Hand mal auf Helligkeitsmodus zurück. Der Helligkeitsmodus das Infofenster gerade erklärt, ist eher für weiche Bilder und der Konturenmodus ist eher für detaillierte Bilder, für sehr unweiche Bilder, also Bilder mit vielen Details, zum Beispiel Architekturaufnahmen. Das heißt, Sie können die gesamte Unschärfebereinigung hier oben, diesen ganzen Bereich in zwei Modi hin und her schalten, für eher weiche oder eher konturenbehaftete Bilder und bekommen eine völlig unterschiedliche Bildschärfung dabei raus. Das ist jetzt schon sehr kräftig von der Bildschärfe. Da muss man dann natürlich auch wieder entscheiden, ist mir das vielleicht schon zu viel? Kein Problem. Wir hatten es vorhin, wir können diesen Wert natürlich runterstellen. Ich stelle die Korrektur jetzt mal von 65 auf 37% zurück und reduziere damit die Bildschärfe entsprechend, bis es mir gefällt. Wichtig ist, dass ich aber jetzt dem Programm gesagt habe, gehe nicht nach Helligkeiten bei der Unschärfeanalyse, sondern benutze Konturen, um das zu analysieren. Da kommt ein anderes Ergebnis raus. Wenn wir uns das mal anschauen, wie diese Unschärfefunktion dann aussieht, sieht man hier, ja, ich muss mal einen Modus hochstellen, dann sehen wir das vielleicht ein bisschen besser. Sie merken, das hatte ich jetzt nicht geplant, aber wir können es ja trotzdem mal schauen. Man sieht hier, im Konturenmodus haben wir hier so eine Art Kreuz drin oder so ein Sternchen. Das ist ein frequenzbasiertes Verfahren. Deswegen sieht die Unschärfeverteilung auch anders aus. Während, wenn ich den Helligkeitsmodus benutze, sieht die Unschärfeverteilung eher so, ich sage mal vorsichtig, blobartig aus, wie so ein Brush, den man reingemalt hat, so ein Pinsel. Abhängig davon, was natürlich im Bild zu sehen ist. Wenn ich ein anderes Bild benutze, das mache ich mal eben, ich nehme mal diesen Oldtimer hier rein. Ich glaube mich zu erinnern, dass dort die Unschärfefunktion deutlich sichtbarer war. Das Bild an sich ist ja auch sehr viel unschärfer. Das heißt, es wird mir mehr Unschärfe angezeigt. Und wenn ich das jetzt in den Konturenmodus stelle, sieht man direkt, wie sich das hier ändert. Man sieht dann auch, dass die verschiedenen Farben unscharf in verschiedene Richtungen sind. Während im Helligkeitsmodus das zwar auch farbig ist, aber nicht so intensiv. Das heißt, abhängig davon, welchen Modus Sie dem Programm mitgeben, für die Unschärfeanalyse bekommen Sie ein anderes Schärfungsbild. Und man spricht hier wirklich von Schärfungsbild, weil das ist das Bild der Unschärfe und das wird projiziert und hineingerechnet in das Bild.
Man ist also schon lange über diesen Punkt hinaus in diesem Programm, dass man einfach nur in einem Radius von einem Pixel einfach die Konturen so ein bisschen verstärkt. Das ist so eine klassische Schärfungsfunktion. Dieser Modus rechnen wir halt noch mal eben ein bisschen durch, lassen wir ihn mal automatisch intensiv korrigieren im ausgewogenen Modus. Gehen da mal ein bisschen ran. Vielleicht hier oben an die Felge. So sieht es im Original aus. So sieht es jetzt automatisch geschärft aus. Und im Moment befinden wir uns im Helligkeitsmodus. Ich stelle das jetzt mal in den Konturenmodus. Dann dauert es einen ganzen Moment. Man sieht in diesem Fall hier keinen großen Unterschied. Warum ist das so? Schauen wir mal auf den Info-Button. Der sagt uns, wir haben 13,7% Konturen. Das ist nicht sehr viel. Das Bild ist also insgesamt relativ glatt. Das war die dritte große Neuerung im Schärfenbereich. Und das sind natürlich die wesentlichen Punkte. Maskierungsfunktion, Oversampling, Pro-Infinity-Modus, Konturen oder Helligkeitsmodus. Das ist nämlich all das, was sich auf Ihre Bildschärfe auswirkt. Damit haben wir dann aus dem PDF-Dokument hier den Oversampling-Modus gehabt und den Konturen-Modus und den Helligkeitsmodus. Also im Prinzip die erste Seite der Schärfe relevanten Features. Und das war mir das Anliegen heute, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen. Ich habe gerade mal einen Blick auf die Uhr geworfen. Es ist gar nicht mehr allzu viel Zeit. Wenn Sie noch Fragen haben, werfen Sie gerne noch ein paar Fragen hinein. Der Dieter fragt gerade, ob das Programm Photozoom eine ähnliche Technik benutzt. Da ich das Programm Photozoom nicht programmiert habe, kann ich Ihnen das leider nicht sagen. Ich kenne die genauen Algorithmen nicht, die wird man uns auch nicht verraten, sicherlich. Also das sind halt auch geschützte Verfahren zum Teil. Die Frage, die gerade kommt, rettet das Programm denn nun Bilder, die unbeabsichtigt unscharf aufgenommen wurden? Das haben wir hier die ganze Zeit gesehen. Das, was wir hier im Original gesehen haben, das ist ein Bild, das habe ich so aufgenommen. Das ist schlicht out of focus. Wenn wir hier mal reinschauen, das ist einfach, der Fokuspunkt war falsch. Ich drücke auf Unschärfe bereinigen und das Bild wird scharf gerechnet, soweit es möglich ist. Also ja, natürlich kann man unscharfe Fotos retten in Grenzen. Was Sie nicht machen können, ist ein Foto, was, ich nehme mal ein anderes Beispiel. Sie machen eine Belichtung bei einem Autorennen und haben Ihre Belichtungszeit auf 250 Millisekunden, also eine Viertelsekunde eingestellt und da fährt ein Auto mit 300 km/h vorbei. Das werden Sie nicht mehr scharf bekommen, weil das ist nämlich über das ganze Bild langgezogen. Das ist ja im Foto schon vollständig unscharf. Man kann Unschärfe verbessern, also rausrechnen. Man kann sie nicht vollständig korrigieren. Das ist mathematisch nicht möglich, Unschärfe vollständig wieder aus einem Bild herauszurechnen. Also nicht für jedes Bild. Das ist technisch einfach algorithmisch nicht drin. Es funktioniert bei vielen Bildern sehr gut und es geht vor allem darum, auch eine gute Gesamtschärfe im Bild zu haben. Ich nehme noch mal ein anderes Bild vielleicht. Ach ja, hier. Das ist doch auch nett. Das ist übrigens eine RAW-Datei jetzt aus einer Canon-Kamera, CR2-Datei. Also auch die werden entsprechend verarbeitet. Falls der ein oder andere sich gefragt hat, unterstützte RAW-Formate und im Informationsmenü werden hier alle angezeigt. Hier kann ich dann mal Canon hernehmen und dann zum Beispiel mir die ganzen Canon-Kameras angucken, die unterstützt werden. Da können Sie nachschauen, ob Ihre Kamera unterstützt wird. Wir haben aktuell irgendwas über 1000 Kameras da drin. Und das Bild ist von daher ein ganz gutes Bild für Unschärfe-Problematiken, weil wir haben hier zum einen eine leichte Verwacklung drin. Ich habe nicht ganz stillgestanden bei dem Bild. Und zum anderen haben wir Tiefenunschärfe. Und zwar einmal vorne, hier unten bei den Kaffeebohnen und einmal hinten. Wenn ich jetzt auf automatische Unschärfekorrektur gehe, dann wird kein Programm der Welt es schaffen, dass alles plötzlich scharf ist. Was wir machen können, ist die Bildschärfe verbessern. Insbesondere natürlich auch dort, wo die Fokuspunkte liegen. So sah es im Original aus. Es ist recht unscharf. Das ist also schon out of focus, wie man so schön sagt. Und das ist dann die automatisch geschärfte Version.
Die Frage, die gerade kommt, ob man erst mit Sharpen ein Bild bearbeiten sollte oder vorher das Bild RAW entwickeln sollte, also ob man vielleicht noch vor der RAW-Entwicklung eine Schärfung macht, würde ich nicht empfehlen, weil RAW-Entwicklung ist halt eigentlich ein bisschen was anderes. Also die Bildschärfung steht halt nach wie vor am Ende der Bildbearbeitungskette. Vielleicht nochmal so ein allgemeiner Workflow. Es geht los mit Bildentrauschung, dann Bildbearbeitung, das kann HDR sein, Focus Stacking oder Farbbearbeitung, Color Projects, Focus Projects, HDR Projects und am Schluss dann die Bildschärfung, um dem Ganzen den richtigen Ton zu geben. Ich möchte gerne noch ein, zwei Sachen zeigen, die auch in Sharpen Projects 3 natürlich neu sind. Der eine oder andere hat diese Features schon in ähnlicher Form gesehen in der neuen HDR Projects Version. Ich möchte aber nicht mir nachher sagen, ich habe es Ihnen nicht gezeigt heute, nämlich im selektiven Zeichnen. Das ist das Modul zur selektiven Bearbeitung. Ich zeige Ihnen mal kurz, wie das funktioniert. Wähle hier den Effekt Farbe verstärken, für die, die es noch nicht kennen. Aktiviere dann hier oben einen Pinsel. Habe ich hier einen Pinsel, mit dem ich diesen Effekt ins Bild malen kann. Ich mache hier die Maskenanzeige mal aus und male hier einfach mal so drüber. Da hat mein Rechner eine kleine Pause gemacht. Und dann kann ich hier Farbe ins Bild malen. Also die Farbe verstärken. Ich kann auch mit einem Pinsel mit geringer Deckkraft die Farbe nur so ein bisschen verstärken. Und wichtig an diesem Pinsel ist, für die, die es noch nicht kennen, dieser Pinsel erkennt Konturen und malt drumherum. Wir können also sensitiv, selektiv malen. Nur die Farbe unten im Wasser verstärken, zum Beispiel. Das zur Grundfunktion. Und hier gibt es ein neues Modul, unter anderem drin, das Farbfiltermodul. Und warum das so wichtig ist, zeige ich Ihnen gerne genau bei diesem Bild. Das ist auch das Bild, was wir auf der Webseite benutzt haben dafür. Und zeige Ihnen mal, was passiert, wenn Sie hier einen der Farbfilter, nämlich einen Rotfilter, auf den Himmel malen. Der eine oder andere von Ihnen hat das natürlich schon gesehen. Ich benutze mal einen größeren Pinsel und male jetzt mal mit einem Rotfilter auf einem blauen Himmel. Dann wird das dunkler. Warum ist das so? Nun, weil das rote Licht absorbiert wird, das rote Licht durchgelassen wird, das blaue absorbiert wird und entsprechend dann weniger blau durchkommt, das Ganze wird dunkler. Warum macht man das? Ich habe jetzt hier nicht ausgemalt, das macht man genau, um Himmel abzudunkeln. Vielleicht nicht ganz so stark. Und dann würde man, ich benutze jetzt mal eine andere Technik hier an der Stelle, lösche die Maske nochmal. Und nehme mal diese Pipette hier oben in dem Modus Farbe und wähle dann die Maske aus einem Farbton aus. Klicke also die verschiedenen Blautöne zusammen. Deaktiviere das wieder. Und jetzt habe ich die Maskierung gemacht auf allen Blautönen. Gerade mit den paar Klicks rein habe ich alles, was bläulich ist, maskiert. Und habe jetzt meinen Farbfilter da drauf liegen und kann dem Ganzen so etwas mehr Tiefe im Himmel und etwas mehr Struktur geben. Das können Sie jetzt hier mit unterschiedlichen Farbfiltern machen, und zwar selektiv auf dem Bild. Wenn Sie einen Farbfilter vor Ihr Objektiv schrauben, wirkt das immer aufs ganze Bild. Hier können Sie das jetzt selektiv tun. Jetzt kopiere ich nochmal diese Maske, also das, was hier gerade in Gelb angezeigt wird, in die Zwischenablage, gehe nochmal in den Effekt Farbe verstärken hinein, füge dort die Maske nochmal ein, bisschen rausnehmen. Jetzt habe ich den Himmel, alles was himmelblau ist, inklusive der Spiegelungen des Himmels und des blauen Wassers, mit dem Farbfilter abgedunkelt und in der Farbe verstärkt. Und das hat insgesamt, dauert das keine 30 Sekunden, das einzustellen. Schauen wir uns das mal im Vorher-Nachher an. So sieht das Original aus, relativ flach, aber so sah es halt aus. Und wenn Sie das in hübsch haben möchten, als netten Urlaubsshot oder für Ihr Fotoalbum, dann ist das vielleicht das deutlich bessere Bild. Das schicken Sie dann noch durch die automatische Schärfung. Auch das wirkt alles zusammen. Sie können also auch erst selektiv zeichnen, Farbfilter draufmalen und danach schärfen. Und jetzt gehen wir nochmal daher, schauen uns nochmal an, was würde passieren, wenn wir die glatten Bereiche nicht schützen würden und ein bisschen in der Schärfe aufs Gas treten. Dann wird unser Himmel kaputt werden. Und dafür, ich kann nicht oft genug darauf hinweisen, dieser Bildbereichsschutz ist einfach, der erspart Ihnen so viel Zeit beim Arbeiten, weil das einfach so von der Hand geht. Und per Klick Sie ein wunderschönes Bild bekommen und sich um fast nichts mehr kümmern müssen. Ja, das war fast eine Punktlandung. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 2 Stunden weitererzählen, aber wir wollen das auch nicht überstrapazieren und irgendwann
Ja, kann ich entweder zum einen nicht mehr sprechen und Sie können auch nicht mehr zuhören und aufnehmen. Probieren Sie das einfach mal aus. Lassen Sie sich davon verzaubern. Ich sage es bewusst so, weil es macht wirklich einen Riesenspaß, mit diesem Programm Bilder nachzubearbeiten und nachzuschärfen. Ja, ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen mitnehmen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Unser nächstes Webinar ist also mein nächstes Webinar ist nächste Woche Dienstag. Da geht es um HDR Workflows. Und wenn Sie mögen, gibt es am Wochenende ist die, jetzt habe ich den Namen vergessen, die Fotoausstellung in Duisburg. Ich habe den Namen vergessen, tut mir leid. Da sind wir dann auch vertreten mit einem Herrn, der Ihnen dort auch das eine oder andere über die Programme erzählen kann. Wenn Sie mögen, schauen Sie da mal vorbei. Ansonsten vielleicht bis nächste Woche Dienstag zum HDR-Webinar. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Und im Sinne der vergangenen Webinare geht's raus, macht's Fotos, bis bald, auf Wiederhören.